Ja, der Aufstiegskampf in Freiburg in der zweiten Bundesliga. St. Pauli zu Gast im Dreisamstadion. Die große Frage, schafft es Freiburg mal vorzulegen? Heute ist die Gelegenheit, nachdem man zuletzt 3 von 4 Mal am Montagabend nachlegen musste. Heute also zusammen mit Nürnberg. Am Montagabend spielt Leipzig die Chance, also gleich die Tabellenführung zu behaupten und damit für klare Verhältnisse zu sorgen. St. Pauli, erster Verfolger des Trios, geht oft unter bei aller Stärke der drei Mannschaften oben. Heute ein Sieg in Freiburg und es könnte vielleicht etwas Spannung aufkommen, auch für die Mannschaft vom Kiez in Weiß mit Miyagi. Das erste Mal in der Startelf nach langer Verletzung. Heute steht er von Beginn an auf dem Platz. Alushi, abgeblockt von Stenzel. Heute Mittelfeld, in der Verteidigung spielt Hedenstadt für den gesperrten Höfler. Er wird im nächsten Sommer für St. Pauli spielen, am letzten Sonntag den Vertrag unterschrieben bei den Kiezkickern. Abrashi, Stenzel und Abrashi! Ein bärenstarker erster Angriff, ausgekontert die St. Pauli-Verteidigung von Stenzel und Abrashi. Klasse gespielt, schöner Pass durch die Beine von Buchtmann und dann eine Riesenlücke zwischen Ziereis und Sobich. Himmelmann machtlos, allein gelassen und wunderbar reingegrätscht von Ami Abrashi. Zum frühen Führungstor für Freiburg auf dem Weg zur Tabellenführung. Es wäre so wichtig für diese Mannschaft, die davon leben würde, dass es gelingen würde mit dem Aufstieg. Sie hätten es so verdient, doch die Konkurrenz ist immer noch dabei. Freistoß nach 10 Minuten für Freiburg, ausgeführt von Marc Franz, heute Kapitän in Abwesenheit von Nicolas Höfler. Interessante Variante mit Emanuel Höhn. Dann Hedenstadt mit dem wunderbaren Pass für Niederlechner. Kein Abseits. 2-0. Es geht wunderbar los für Freiburg. 10 Minuten gespielt. Das nächste Tor. Jetzt ist die Tabellenführung sicher. Klasse gespielt von Hedenstadt. Hier ist unser Weg tief hinten drin. Deswegen kein Abseits. Himmelmann durch die Beine gespielt. Sonst sicher. Hier unglücklich. Aber natürlich der Fehler woanders. Denn das darf nicht passieren. Freiburgs drittgefährlichster Mann hinter Petersen und Grifo trifft. Und damit das Spiel früh bereits mit 2 Toren, scheint entschieden. Noch ist genügend Zeit. St. Pauli antwortet mit Miyagi und Hornschuh. Das ist Sobota. Alushi, schön gesehen, mal etwas Raum für die Gäste. Erneut Sobota, Hornschuh, Schatkowski abgeblockt. Dann Stenzel und der nächste Konter für Freiburg über Florian Niederlechner. Schatkowski, stark, Konter gestoppt, wichtig. Alushi mit dem wunderbaren Pass für T, kein Abseits, das ist die Chance für Lennart T. Bester Torschütze St. Paulis, hier etwas zu weit drüber, hätte sich Zeit lassen können, etwas überhastet vom Tor von Schwodo. Die erste Gelegenheit für die Gäste, St. Pauli kommt allmählich in die Partie. Sobota gegen Christian Günther. Und gegen Grifo, Hornschuh, Rechtsverteidiger und Schatkowski. Sobota, Miyagi im Doppelpass mit Lennarty. Und wunderbar gesehen, Bubana versucht es mal. Abgeblockt von Höhn. Nächste Gelegenheit für St. Pauli durch Bubana. Linksverteidiger, weit vorne in dieser Phase. Und gleich der nächste Angriff über links, über Bubana und Lennarty. Erneut Bubana gegen Hedenstadt. Im nächsten Jahr dann Außenverteidiger-Kollegen bei St. Pauli. Buchtmann gegen Abrashi, stark gemacht, T zurückgelegt und Bubala, Stenzel. Wichtig, geht dazwischen, unterbindet die nächste Chance aus gleicher Position für St. Paulis Bubala. Sobota, 10 Minuten noch, St. Pauli versucht alles, Freiburg wenig vorne, Schatkowski abgeblockt und die erste Aktion für Schwolo im Tor. Der SC Freiburg insgesamt zu harmlos, die Partie geprägt von den frühen beiden Toren, vereinzelte Angriffe. Der Gastgeber jetzt mal mit Marc Franz. Das ist Stenzel. Florian Niederlechner im Doppelpass mit Philipp. Und dann klasse gesehen, Grifo gegen Sobota. Abgelaufen, aber zurückgelegt. Abrashi und Stenzel. In der Nachspielzeit Freiburgs dritte Gelegenheit. Durch Pascal Stenzel 2 Tore. Eine Halbzeitführung, die wichtig ist. Tabellenführer momentan. Doch das spielt kaum eine Rolle. Wichtig vor allem Punkte sammeln. Die Konkurrenz ist so stark. Nürnberg und Leipzig machen immer wieder mit. Und die Kiezkicker zu diesem Zeitpunkt nicht mehr relevant für den Aufstiegskampf der zweiten Bundesliga. Durchgang 2 beginnt mit dem ersten Angriff der St. Paulianer über Sobota. Christopher Buchtmann weiter für Lennarty gegen Kempf. Stark gemacht.
Weite Flanke für Schadkowski. Buchtmann verpasst und Alushi. Abgeblockt von Emanuel Höhn. Hedenstadt dann kurz gewartet und dann sicher geklärt. Die nächste Chance für St. Pauli. Freiburg wechselte. Petersen kam. Freistoß für die Gastgeber. St. Pauli inzwischen mit Pico für Miyaichi. Das ist Emanuel Höhn. Weiter für Niederlechner, Vincenzo Grifo, Niederlechner, Abrashi, klasse gesehen, kein Abseits und Petersen! Riesenchance, Unsicherheit von Zierreis, Missverständnis, Ballverlust im Strafraum, nächste Chance für Freiburg mit Petersen und Stenzel, St. Pauli kriegt den Ball nicht weg. Erneut Petersen, weiter für Abrashi gegen Hornschuh und gegen Sobig, wieder zu kurz verteidigt. Niederlechner ganz frei und Petersen, Himmelmann! Glanztat, bärenstark von St. Paulis Torwart gegen Petersen bei dessen zweiter Gelegenheit. Davor bereits der Kopfball an die Latte. Riesiges Pech für Freiburg. Das vorentscheidende dritte Tor verpasst. Die Partie läuft weiter. Der Gegenangriff der Gäste mit Alushi und dem wunderbaren Pass jetzt für Schadkowski. Gegen Kempf, das ist so einfach. Schadkowski, Anschluss. St. Pauli belohnt sich für eine starke Antwort nach den beiden Gegentoren. Marc Schadkowski, umworben von vielen Vereinen, trifft für St. Pauli. Und auf einmal Hoffnung und Freiburg muss wieder zittern. Das nächste einfache Gegentor, wie schon gegen Fürth am Montagabend. Der Jubel bei den vielen mitgereisten Fans. Kompliment an St. Pauli. Sie haben den größten Weg mitgemacht aus Hamburg nach Freiburg und sehen eine gute Antwort von Schadkowski. Schwolo muss allerdings die Kurzecke zumachen. Dann kann er den Ball abwehren. Ein einfaches Gegentor für St. Pauli, das allerdings gerecht ist nach einer guten Antwort und vor allem wenigen Freiburger Chancen. Zuvor allerdings die Riesenchancen durch Petersen verpasst. Deswegen wird es jetzt spannend für Freiburg. Alushi sieht gelb, die Partie nimmt an Intensität zu. Das Foul gegen Florian Niederlechner richtig entschieden. Gelb allemal, eine korrekte Entscheidung gegen St. Paulis Alushi. Ansonsten ein faires Spiel, das jetzt allerdings etwas Fahrt aufnimmt, weil es eben um so viel geht für beide Mannschaften. Christopher Buchtmann, St. Pauli hörte nicht auf, spielte immer weiter mit Hornschuh. Flanke für Tee und Schwolo. 10 Minuten vor dem Ende. Schwolo pariert gegen Lennart Tee, verhindert damit den Ausgleich für St. Pauli. Eine ganz wichtige Tat des Torwartes, selten gefordert, jetzt da gegen Lennart Tee. 2010 gewann St. Pauli im Dreisamstadion nach 0:1 Rückstand. Das war am ersten Spieltag der letzten Bundesligaspielzeit der Kiezkicker. Heute könnte zumindest ein Unentschieden möglich sein mit Lennart Tee und Schwolo. Und dann verpasst Pico das Ausgleichstor, Zentimeter erst, die klasse Tat von Freiburgs Torwart und dann Höhen mit Glück gegen Pico, leicht weggesprungen, deswegen das Tor nicht für St. Pauli. 5 Minuten bleiben, Freiburg muss bangen mit Abrashi und Gede. Abrashi, Grifo im Doppelpass, Himmelmann und Grifo! Nächste Chance für Freiburg, das wenig Gelegenheiten bekam, fahrlässig damit umging. Auch hier Grifo abgegrätscht dann, aber alles fair, die Partie läuft weiter. 90. Minute im Dreisamstadion, St. Pauli mit Meier, eingewechselt für die Kiezkicker, das ist Buballa mit der Flanke, Schadkowski verpasst, Zierreis, zweiter Ball für Buchtmann, erneut Zierreis, Lennart Tee, jetzt alle vorne, auch Hornschuh, der Rechtsverteidiger gegen Abrashi und der nächsten Flanke, Sobotta rausgeköpft, da steht Buballa. Christopher Buchtmann, erneut Buballa abgedrängt für Sebastian Meyer. Hoher Ball, Höhn rausgeschlagen, weg damit, bloß Entlastung schaffen. Aber St. Pauli machte immer weiter, Sobotta, wieder Sebastian Meyer. Und Buballa mit der nächsten Flanke, Zierreis! Und das ist das 2:2 für St. Pauli durch Zierreis. Der Innenverteidiger bei beiden Gegentoren nah dran, aber jetzt den Ausgleich gemacht, weil Schwolo den Ball verpasst und dann Kempf vorbeispringt. Günther kommt zu spät, sieht nach Eigentor aus, ist aber ein Kopfballtor von St. Paulis Zierreis gut zu erkennen und damit den Punktgewinn gerettet. St. Pauli holt ein 2:2 in Freiburg
und damit der Patzer der Freiburger, der möglicherweise die Tabellenführung kostet. Der Aufstiegsplatz ist noch eine Woche sicher, doch morgen Abend könnte ein anderes Team Erster werden nach diesem Unentschieden, das beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft, aber verdient ist für eine kämpfende Mannschaft des FC St. Pauli.